Neujahrsansprache des Oberbürgermeisters im Zoo. Freut mich, dass das klappt. Ja, immer ein gern gesehener Gast. Und natürlich die Kulisse der Prinz Alfred hier schon mit dabei. Ja, das ist wirklich schön, dass wir Sie hier im Blick haben. Und was mich besonders freut ist, die Stadtholding hat schon lange eine Patenschaft für diese seltene Tierart. Genau. Und das ist vielleicht auch eine tolle Anregung für den einen oder anderen, diesem guten Beispiel zu folgen. Das nehmen wir gerne auf. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Landauerinnen und Landauer, alles Gute für dieses noch junge Jahr 2018. Ich grüße Sie als Oberbürgermeister hier aus unserem Zoo in Landau. Ich habe mir ganz bewusst diesen Zoo als Kulisse für die diesjährige Neujahrsansprache ausgewählt, weil der Zoo ein gutes Beispiel dafür ist, wie wir unsere Stadt nachhaltig voranbringen wollen. Der Zoo als grüne Oase mitten in unserer Stadt, am Fuße der Universität, eingebettet in die Festung. Der Zoo aber auch als Freizeiteinrichtung und Bildungsinstitution, der Zoo zugleich als Artenschutzeinrichtung und Naturschutzeinrichtung. Der Zoo als Sinnbild für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir können in Landau auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken. Es war das Jahr der Spatenstiche mit vielen Bauvorhaben, die wir an unterschiedlichsten Stellen in unserer Stadt haben beginnen können. Im wirtschaftlichen Bereich, im privaten Bereich, aber auch im öffentlichen Bereich. So wie hier in unserem Zoo Landau, aus dem ich zu Ihnen spreche. So wollen wir in Landau die bauliche Infrastruktur und die soziale Infrastruktur Hand in Hand fortentwickeln. Beispielsweise hier in unserem Zoo mit einem Modellprojekt zum barrierefreien Ausbau. Wir wollen in Landau auch in Zukunft vieles bewegen. Wir wollen dabei Historisches bewahren, wie beispielsweise unsere Festung oder das Haus zum Maulbeerbaum, das wir in diesem Jahr retten konnten. Wir wollen neue Wege gehen, wie beispielsweise bei unserem integrierten Mobilitätskonzept oder auch bei unserem Modellprojekt Kommune der Zukunft in unseren Stadtteilen. Wir wollen aber auch unsere Stärken stärken, wie beispielsweise unsere attraktive Innenstadt mit der Fortschreibung unseres Einzelhandelskonzeptes. Aber wir wollen auch die Schwächeren in unserer Stadt fördern und unterstützen, worauf wir in besonderer Weise bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum achten oder aber auch beim kontinuierlichen Ausbau der sozialen Angebote in unserer Stadt. Wir wollen Landau auch zukünftig gut aufgestellt wissen. Dazu ist es wichtig, dass viele sich einbringen in unsere Stadt und ich freue mich, wenn sich viele beteiligen, wenn es darum geht, für unsere Projekte die richtige Ausrichtung zu finden. Dabei wird es immer Meinungsverschiedenheiten geben, unterschiedliche Interessenslagen, die die Politik am Ende abwägen muss. Das war in der Vergangenheit so, das wird auch in Zukunft so bleiben. Wichtig ist, dass es uns gelingt, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, dass wir uns alle wohlfühlen können in unserer Stadt. Über 30 Millionen Euro wollen wir als Stadt in diesem Jahr 2018 investieren. In Schulen und Kindertagesstätten, in Verkehrswege und an vielen anderen Stellen mehr. Auch in der privaten Wirtschaft, das Land, die Kirchen und private Investoren werden sich in diesem Jahr in unserer Stadt wieder engagieren. Das ist gut so, das ist gut für unseren Standort, darüber freuen wir uns. Die Stadtspitze möchte eine lebendige Stadt, eine bunte Gemeinschaft und wir sind bei vielen Veranstaltungen und Terminen unterwegs, um die Vielfalt in unserer Stadt auch direkt mit Ihnen zu erleben. Auch in diesem Jahr 2018 wird wieder viel los sein in unserer Stadt. Viele Veranstaltungen, viele Feste, vieles werden wir bewegen. Mit unseren Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam wollen wir uns Herausforderungen stellen, wollen wir uns auf Ungewissheiten einlassen. Und bei mancher Sorge und manchem Ungewissen, so dürfen wir doch in aller Dankbarkeit uns darüber freuen, dass wir in einer so attraktiven Gegend, in
einer so schönen Stadt, in einem friedlichen Land leben dürfen und uns bewegen dürfen. Dafür sind wir dankbar und dafür gilt es auch in Zukunft, sich einzusetzen. Ich danke allen, die sich einbringen in unsere Stadt, in unsere Gemeinschaft und wünsche uns allen ein gutes Jahr 2018. Gottes Segen für Sie und Ihre Familien. Vielen Dank.